Jo, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Daily Shops, der Serie, in der ich euch jeden Morgen den neuen Shop in Fortnite vorstelle. Wenn ihr auch in Zukunft keine Fortnite-Skins mehr verpassen wollt, dann lasst jetzt unbedingt noch ein Abo da. Einfach unten kostenlos auf Abonnieren klicken. So, im heutigen Shop haben sich wieder beide Seiten geupdatet und alle Skins auf der linken Seite sind heute zum ersten Mal wieder zurück in den Shop. Die kamen alle etwa Anfang August raus, also letzten Monat. Und jo, feiern dann quasi damit heute ihr erstes Comeback zurück in den Shop. Und ich würde sagen, wir fangen wie immer ganz links auf der Seite an. Und zwar haben wir da im ersten Slot den Beef Boss drinne für 1500 V-Bucks, diesen Burger Skin. Auf dem Rücken hat er auch noch eine Pommes-Schachtel. Schaut eigentlich ganz cool aus, ist halt eher so ein Fun-Skin. Und noch passend dazu haben wir die fliegende Untertasse für 1200 V-Bucks. Die macht einen ziemlich coolen Sound beim Fliegen. Aus den Turm hier kommt dann auch noch so Ketchup und Mayo rausgeflogen und generell finde ich die Idee ziemlich cool, so Küchenutensilien zu verwenden und daraus dann so ein Gleiter zu basteln. Also ja, gefällt mir. Und im letzten Slot quasi dieses Sets haben wir dann den Bretlingsklatscher für 500 V-Bucks. Ist eine recht simple Hacke, hat so einen Bratpfannenwender und ja, ich spiele mal kurz den Sound ab. Und damit kommen wir dann zum zweiten Slot der linken Seite. Und zwar haben wir da als nächstes den Rebellen-Skin drin für 1500 V-Bucks. Auch der war bisher nur einmal im Shop und zwar Anfang August und kommt damit auch heute zum ersten Mal wieder zurück in den Shop. Mir gefällt vor allen Dingen der Backpack ziemlich gut. Schaut halt richtig nice aus, vor allen Dingen mit diesem Baseballschläger. Ziemlich, ziemlich geil gemacht. Schaut auf vielen Skins sehr, sehr gut aus. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen. Der Skin, ja, ist jetzt nichts so krass Besonderes. Halt wieder so ein Casual-Skin, also nur so Alltagsklamotten. Den finde ich jetzt nicht so heftig. Und ja, dann haben wir noch die weibliche Version, den Shade Skin, für ebenfalls 1500 V-Bucks. Die finde ich jetzt nicht so krass, ich weiß nicht. Also weder den Backpack noch den Skin finde ich jetzt besonders heftig. Ja, habe ich mir leider gekauft, aber seitdem eigentlich kaum noch gespielt. Ich hatte ihn mir halt gekauft, um ihn vorzustellen. Aber seitdem habe ich ihn eigentlich so gut wie gar nicht mehr benutzt. Und im letzten Slot dieses Sets haben wir dann noch die Kuppelhacke für 800 V-Bucks. Auch die habe ich kaum noch gespielt, also würde ich eher nicht so empfehlen. Ich spiele mal kurz den Sound ab. Ja, würde ich mir wahrscheinlich eher nicht kaufen. Und dann kommen wir jetzt auch schon zur rechten Seite des heutigen Shops. Wenn euch die Daily Shops Serie gefällt, dann lasst natürlich gerne jetzt schon mal einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr, sehr freuen. Und im ersten Slot der rechten Seite haben wir dann den Emote Wahres Herz drin für 800 V-Bucks. Ein ziemlich fresher Tanz, besonders wegen der Musik ist der sehr, sehr beliebt. Und im nächsten Slot haben wir dann den Leuchtstab für 800 V-Bucks. Eine ziemlich cool animierte Hacke, hat der hier so eine Leuchtanimation drauf und auch der Sound ist eigentlich ganz nice. Ja, die kann ich eigentlich empfehlen. Und im nächsten Slot haben wir dann die Lightshow, der quasi passende Skin dazu, für 800 V-Bucks. Ein Skin, der für 800 V-Bucks auf jeden Fall schön aufwendig gemacht ist. Ich weiß allerdings, dass die Geschmäcker bei diesen Neon-Skins ein bisschen auseinandergehen. Manche finden die ziemlich cool, manche finden die total hässlich. Also ja, da würde ich einfach auf den eigenen Geschmack hören. Und im nächsten Slot haben wir dann die Spee-Spezialistin drin für 1200 V-Bucks. Bei der feiere ich besonders die Mütze und auch dieser graue Farbton schaut, finde ich, ziemlich schick aus. Und im nächsten Slot haben wir dann auf großem Fuße einen Emote für 500 V-Bucks. Ja, finde ich jetzt eher nicht so krass. 500 V-Bucks ist noch so in Ordnung, aber den würde ich jetzt nicht so besonders krass empfehlen. Und im letzten Slot des heutigen Tages haben wir das einzige Item, was ich heute, glaube ich, noch nicht gekauft habe, nämlich den Jolly Roger Gleiter für 500 V-Bucks. Auch den würde ich absolut gar nicht empfehlen, ist gar nicht mein Stil. Klar, dieser Totenkopf hier drauf ist vielleicht noch ganz nice, aber ja, der Rest ist halt eigentlich nur dieser Standardgleiter in schwarz. Also ja, den würde ich, glaube ich, eher nicht kaufen. Und jo, das war's dann schon zum heutigen Daily Shop. Wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Falls ihr neu auf meinem Kanal seid, könnt ihr natürlich auch gerne die kleine Glocke aktivieren. Einfach unten auf Abonnieren klicken und diese kleine Glocke daneben aktivieren. Würde mich sehr, sehr freuen, weil dann bekommt ihr jeden Morgen eine Benachrichtigung, was so Neues im Shop drin ist. Also ja, bekommt ihr immer die neuesten News zu den Skins und verpasst keine Skins mehr. Und wie jeden Tag könnt ihr natürlich auch wieder jetzt rechts oben abstimmen, wie ihr den heutigen Shop fandet, also top oder flop. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich blende jetzt hier auf der Endcard noch ein Video ein, also wenn ihr Bock habt, klickt gerne mal drauf. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dort. Tschüss!